Wir leben ja in bewegten politischen Zeiten und es gibt viele Anlässe und viele Gelegenheiten, auf Demonstrationen zu gehen und für oder gegen Dinge zu demonstrieren. Und bei unserem nächsten Projekt, das ist das Projekt Demo Weste, da geht es darum, das Demonstrieren leichter zu machen und dabei auch noch cool auszusehen. Und das stellen euch jetzt Henry und Wladimir vor. Einen ganz herzlichen Applaus. Dämmen. Genau, sehr gut. Okay, also wir sind die Gruppe Demo Weste und wie man sieht, wir haben hier eine Weste und drehen wir um. Darauf kann man einen Spruch programmieren und den dann einfach anzeigen lassen. So, wir haben das Plakat gesehen und dann haben wir lange nach der Gruppe gesucht, aber wir haben herausgefunden, dass keiner die Gruppe machen wollte und dann haben wir uns entschieden, das zu machen, obwohl wir ziemlich gar keine Vorahnung hatten, wie wir das machen sollen. Und wir hatten auch ein paar Probleme. Zum einen beim Löten sind oft die Kabel abgegangen und dann bin ich immer hin und her gependelt vom Makerspace zu unserem Platz, um das wieder zu löten. Aber jetzt funktioniert das auch. Dreh dich mal um. Wir haben das mit einem Arduino realisiert und dann haben wir den einfach programmiert und hinten drin ist eine kleine Box, in dem alles drin ist. Und dann haben wir noch eine Powerbank, um den Strom zu liefern. Und der Grund dahinter ist, dass jeder sozusagen seine Meinung öffentlich anzeigen könnte. Zum Beispiel bei Demonstrationen könnte man sowas tragen und dann würde dann die Meinung einfach dastehen. Oder, ja. Das war's eigentlich. Vielen Dank. Ich finde ja bei euch besonders interessant, was du am Anfang gesagt hast, dass ihr gar nicht diejenigen seid, die ursprünglich die Idee hatten. Also andere Jugendliche haben das vorgestellt, die dann aber sich für ein ganz anderes Projekt entschieden haben und ihr habt gesagt, cool, wir setzen das um. Was hat euch denn so sehr daran angesprochen? Also habt ihr vorher schon mal gelötet oder fandet ihr das einfach cool? Geht ihr viel zu Demos? Nee. Oder dachtet ihr, ihr könnt das dann auch für was anderes benutzen, wenn ihr das eh schon mal gebastelt habt? Gibt es für euch andere Anwendungsfälle vielleicht? Nee, also wir wollten was mit Hardware machen und dann fanden wir die Idee am besten einfach und dann haben wir das einfach gemacht. Ja. Willst du noch was sagen? Und hast du schon mal gelötet vorher aber? Ja, ein bisschen, aber, okay, nicht so extrem. Extremes Gelöt. Super, ganz vielen herzlichen Applaus. Ja, und was ich vergessen habe zu sagen, die Anzeigetafel besteht aus 7 Reihen von je 16 LEDs. Cool, sehr gute Info. Dankeschön.